Ja, willkommen zu Once Human. Heute in Folge 23. Ja, brauchen wir euch die Spaltanker nicht mehr zeigen. Heute geht's eigentlich direkt zum Weltboss Nr. 4 weiter. Ja, den Schattenboss. Dazu hatte ich übrigens in der Aufnahme schön vergeigt. Ansonsten hätte ich euch den Antidistel auch noch zeigen können. Ich würde sagen, schnacken wir nicht lang. Wir legen wieder direkt los. Also, ab die Post. So, Abschied von den Sternen. Hier geht es jetzt um die Tatsache schon. Endet in 26 Tagen. Das heißt, Phase 6 ist in 26 Tagen auf dem aktuellen Server fertig. Und wir werden definitiv etwas früher wechseln, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt. Ihr wisst ja, wo ihr drücken dürft oder genau. Solltet. Alles klar. Na, hier regnet es schon wieder in die Bude. Ja, das ist ein großes Problem. Okay, Spalt. Das heißt, schaffst du ja locker. Ja, das heißt, da werde ich zuerst den Ball hinlatschen oder fahren. Ja, erstmal den einzelnen und dann die anderen beiden direkt am Monolithen holen. Ich lade dich schon mal in die Gruppe ein. Ja, na klar doch. Und angenommen. Oh, und ich werde, wie gesagt, Richtung Monolith des Bostes, 1,1 Kilometer. Ich schnapp mich mit meinem Moppelt. Hä? Du bist aber nicht in der Gruppe. Ne, ich hab eindeutig Y gedrückt. Doch, jetzt. Ja, ah, jetzt. Der Server hängt gerne ein bisschen nach, weißt du, ja, was das angeht. Ja. Na, richtig weiter geht's ja erst, wenn wir Richtung, wenn du die Vorquest machst, um den Schattenboss zu machen. Bis na, wie gesagt, ja, also, diesen in Klammern Schattenboss, das ist ja, also ich weiß gar nicht, das sind Schatten, Bombschatten, ich hab keine Ahnung, was das war. Das ist ein Hund. Ja. Wo ist der, ein Hund habe ich ja schon einmal erlegt. Ja, aber du hast ihn nur in der Schattenversion erlegt. Ja. Und kommt er noch, jetzt kommt er noch in seiner physischen Form, so wie die anderen Bosse. Ja, also habe ich den Schattenboss schon einmal erlegt. Genau. Und das hatte ich ja vergeigt, die Aufnahme. Hm. Ah, Blackfeather, Verlierungsgenehmigung. So, der war jetzt hier mein. Den habe ich umgeschubst und dann den Rücken gehackt mit meiner Axt. Okay. Mhm. Warum stellt man einen Spaltanker mitten in ein Haus? Weil man es kann. Als nächstes habe ich mir also den Teleportationspunkt hier am Monolithen besorgt. Den Spaltanker Nummer 2 ebenfalls am Monolithen. Und Nummer 3 dann am Green Lake Hill. Mitten mobbelt, das hobbelt. Mobbelt. Achso, du hast den unteren Teleport genommen. Nein, anderen habe ich nicht. Oh, da ist eine Mutter des Lebens. Ja, aber nur keine. Da ist übrigens, wo du gerade stehst, ist auch noch eine mystische Kiste. Hm. Oh, die verträgt aber, oder? 37er Mutter des Lebens. Ja. Geht so. Okay, jetzt ist er gerade gestorben. Ich so um die Licht. Nach, ich weiß gar nicht, wie viel 13, 14 Schuss. Mhm. Nur der Sniper. So. Eine okay, Luxus. Er ist zu dir gekommen, sehr schön. Mhm. Die hat eine Luxus-Oder bei ihr gehabt. Ui. Aber ich sag ja immer, Armani, ich will keine Rolex. Wo ist der LKW hin? Aufgegessen. Aufgegessen oder despawned? Wobei? Hä? Okay. Weg. Das ist doch scheiße.
Ach, ich war wahrscheinlich nach dem Start zu lange weg. Hat er abgebrochen. Ja, okay, ich hätte gelegentlich reingehen sollen. Hier fehlt mir auch noch alles. Ich suche nach der mysteriösen Kiste. Evergreen Weingut. Hier oben ist auch eine mysteriöse Kiste angeblich, ne? Ach, hier ist ein Teleporter. Den genau. Habe ich noch nicht. Das hatte ich mir nämlich gedacht, deswegen fahre ich ja gerade hier hin. So, dann haben wir hier. Auf der Straße fahren, also. Hm. Zu langweilig. No, das war ein gespaltener Anker. Ja, geil. Ich habe eine Kaffeemaschine gefunden, ganz wichtig. Ja. Deshalb können wir uns gleich wieder runter teleportieren. Ja, Matchbox, dann warten wir hier einfach. Ja, ich bolz mir jetzt ganz gemütlich wieder da oben. So weit badet ja nicht, ne? Nö. Gleich über dir ist ein Teleporterpunkt. Stimmt, irgendwie war da, aber da hatte ich was auf der Karte gesehen. Der Kumpel hat hier vorne einen Fisch auf dem Rücken. Ja. Ein Frostfisch, der wäre eher was für mich, weil ich kaufe doch hier der Fische, Leute, die irgendwelche Fische um die Ohren. Ein gefrorener Fisch, der macht wenigstens Sinn. Kann dir leider nicht geben. Ich würde den Fisch geben. Naja. So, dann erzähle mal. So, jetzt musst du erstmal, du kannst schon mal runter in die, zum Spaltanker gehen. Ach, da ganz runter, ne, zu dem, genau, da solltest du eigentlich eine Missionspunkt Quest haben. Genau. Runter zum Spaltanker. Hier wird bestimmt eh lang. Stop. Kannst du die Treppe oder kannst du einen Adler nehmen? Ja, ja. Ich nehme dann hier die Treppe. Hast du Schleimkloppen dabei, oder was? Ja. Ja, dann kann man auspacken. Ich habe eben auch so ein Ding dabei hier. Hui. Oh, damit hat er mich weg. So. So, jetzt müssen wir hier rein, ne? Ja, du auf jeden Fall. Ja, was ist denn hier drin? Du hast jetzt hier direkt, wenn du gerade zuläufst, hast du jetzt hier diese Mission. Ja, diesen komischen hast du nicht gesehen. Ich würde trotzdem ringsrum noch alles looten. Ja, ja, ja. Kann er gleich machen, kann er gleich machen. Klein Warren. Genau. Bürgermeister Klein? So, dann kann der, unser Matchbox, kann der da jetzt wahrscheinlich Tipps geben, weil er das erst gestern gemacht hat. Mhm. Ich. Gemacht. Ich habe ja, jetzt erstmal noch ein bisschen Text. Mhm. Du hilfst einer Spaltentität. Wieso? Genau. Da passt ein Haus hier, soll er da gleich sagen. Ja. Der ordnet sich also dem Sternfall unter und, ja, okay. Und ich bin nur jemand, der sich um eine Herde von Beutetieren kümmert. Blub. Aha, so dass der Rest der Menschheit leben kann. Aha, jetzt geht's in das erste Dings rein. So, jetzt bin ich hier in einem Raum, gucke in die eine Richtung, wo der Rollstuhl ist. Stimmt, der muss ja noch das Labyrinth machen. Genau. Ah, also so schwer kann es nicht sein. Ah, da ist der Ausgang. Wenn es so einfach wäre. Türen und so weiter haben keine Bewandten hier drin. Nein. Nee, du musst wirklich überall ablaufen, überall in jede Ecke gucken und schauen, dass du den Typen findest. No, wird doch nicht das Thema sein. Also oh. Ich habe bisher am nächsten gebraucht. Hier ist ein Monster drin. Ja, der macht dir aber nichts. Der macht dir aber nichts. So, aber wegrennen. Ja, der macht mir nichts, ja, ja. Also Matchbox, wir können uns erst mal ein paar Minuten ausruhen, das dauert. Hier ist noch irgendein komisches Bett. Wir liegen in der richtigen. Ah! Gott, ein Dach. Einmal. Also, wenn wir dann mit drin sind, wir machen nichts.
Also wir schießen nicht, sonst nichts. Wir weichen einfach nur aus. Alter, der hängt hier von der Decke und außerdem ist er verkehrt rum im Raum. Wiedersehen. Platsch, da liegt er auf dem Boden, jo. Darf ich aber Ads töten? Da kommen keine. Achso. Ah, das letzte Abendmahl. Das waren aber nicht nur drei, oder? Das waren eigentlich vier. Ja, toll. Weil Matchbox kann dir da wahrscheinlich noch mehr helfen, weil er das gestern erst gemacht hat. Das muss echt alles ablaufen und in jede Ecke gucken. Manchmal siehst du den Typ erst im letzten Moment. Nur in den Bereich gefunden, wenn du reingehst in den Spaltraum. Da ist einer! Du Sack! Einer noch. Alter! Noch weiter? Warte mal. Suche nach dem Ursprung des Hustens. Dort findest du ihn. Was hier höre ich das Husten nicht mehr. Er muss ja weiter hier hinten sein irgendwo. Okay, jetzt habe ich das Husten auch gehört. Da! Ja, jetzt habe ich dir, Mr. Felly. Tschüss. Oh, die Tür. Yep, ja, einmal. Einmal eine Tür. Und ich würde sagen, damit bin ich hier raus. Oder was said. So, damit ist das zumindest mal erledigt. Okay, also für die Zuschauer, dreht eure Boxen auf. Hört hin. Dann findet ihr das viel schneller. Genau. Wie lange bin ich gestern rumgerannt? Eine Viertelstunde? Na, Minimum. Oh, 20 Minuten? Ob ich jetzt? Es war sehr lange. Ja. Mhm. Und dann hüpfen wir da nochmal rein. Hoffentlich reicht die Haltbarkeit von meiner Ausrüstung, aber es sollte eigentlich. Okay. So, die Polarquelle. Ja. Demzufolge Spaltsignal. Der sieht merkwürdig aus, der Boss. Das heißt, davon wird weg direkt auch schon mal ein Screenie machen. Und empfohlene Spieler 2. Das muss ja theoretisch jemand reinkommen, wenn du zu zweit. Aber es geht auch alleine, sagst du, ne? Geht auch alleine, aber ich denke nicht, dass du ihn im ersten Versuch alleine schaffst. So, obwohl, du kannst ja, ich trittst ja sowieso bei, ne? In dem Moment, wo ich drücke, ne? Weil genau. Wir ja Team sind. Dann drücke ich jetzt einfach mal auf B treten. Alle bereit? Ja. Alles klar. Na dann, here we go. Dann gucken wir uns den, ja, Sari 6 mal an. Den VV. Frag mich, wer den Namen jemand. Genau. So, Matchbox und ich, wir halten uns im Hintergrund. Mhm. Und wir lassen dir erstmal den Vortritt. Obwohl, okay. Ich muss gestehen, ich habe diesen Bus alleine damals nicht geschafft. Okay, auf jeden Fall blutet's hier. Und da ist jemand, der ja gleich gegessen werden soll, glaube ich. Die sieht leicht. Weißt du, was der Bürgermeister gesagt hat? Genau, die sieht so leicht asiatisch aus. Ich hab sie nur vom Rücken gesehen. Ja, ist ein Saiga, sah so leicht asiatisch aus. Das ist doch kein normaler Hund, Alter. Hast du irgendwas anderes erwartet in einer Welt voller Mutationen? Okay. Und jetzt macht er ein Nickerchen. Und dann kommen wir. Oder was? Okay. So ähnlich. Sieht aus wie ein Wildschwein, Mann. Nicht wie ein Hund. Das ist ein Schweinehund. Guter Einwand. Das ist dieser berühmte Schweinehund, den man besiegen muss. Das ist der innere Schweinehund. Dort ist eine Tür. Nö, wir können einfach hier runterspringen. Einfach hier. Kann ich einfach auf den schießen? Der macht ja Schaden.
Ja, danke, jetzt hast du den Kampf begonnen. Matchbox, komm, wir gehen weg. Weil Thomas sagt, dass er Hilfe braucht. Wo hatten wir eine Schwachstelle? Auf dem Maul. Das Maul und an den Seiten, wenn es rot leuchtet. Wenn die ich hab schon gesehen. Vergiss deine Heilung nicht. Jojo. Du sagst im Maul, ich hab ins Maul geschossen. Toll. Und Matchbox ist interessant, mal so von der Seite zuzugucken, oder? Langweilig. Boah, ich hab gerade einen dritten Arschloch geschossen. Aua. Wo ist er denn? Alter. Alter, ich bin doch uns hier gewichen. Wie gesagt, er ist nicht leicht. Ja, zieh ihn doch gleich zu uns. Jetzt musst du auf die Schulter schießen. Jetzt haben alle beide gepinnt. Na, ich war gerade im Chill-Modus und auf immer. Jetzt Full Damage, Full Damage. Jetzt Full Damage nach oben. Full Damage nach oben. Ja, wo voll nach oben, Alter? Was weiß ich, wo der war? Ich hab den ja gar nicht gesehen. Oder nach oben. Auf die olle Murmel, oder was? Ja. Egal, komm, ich töte den Boss jetzt. Ja, vergiss es, meiner. Ja, wo denn nach oben? Auf die Kugel. Aua. Nee. Ja. Alter, der zieht mich immer ran. Ja, das ist einer seiner Attacken. Alter, ich hab mich gerade geheilt. Na, du hast auch deine Freude mit dem, ne? Yay. Also, wenn er in der Luft springt und sich dreht, musst du schießen.
Ja, aber wohin denn? Ich sehe den doch nicht. Über dir. Der ist dann über dir und dreht sich. Das ist eine... Du musst lachen, ich habe noch umgeschaut, ich habe ihn nicht gesehen. Okay, wenn das nicht mehr ist, halte ich diese Phase auf, weil sonst sind wir tot. Ich schau mit voll. Mensch, ist jetzt bald mal gut hier, meine Fresse. Über Fresse, ne? Naja, ich schieße ja immer schon recht fest hier drauf, aber Mann. Also alleine ist ja fast nicht machbar, ey. Wie gesagt, der wird der Schrotflinte echt Schaden. Ja? Der macht Schaden, ich, mit der Schrotflinte, ja? Ja, nicht von mir. Alter! Alter, will der mich veräppeln? Warte, ich heb dich auf. Herr Jesus, habe ich hab doch. Kannst du nicht ausweichen, Mann, wa? Sag mal, ich hab doch gerade geheilt. Ich kann nicht schon. Ja, Mann. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Alter. Ja, sag mal, ich hab doch gerade geheilt schon wieder. Jetzt musst du auf die Schulter schießen. Ja, erstmal rankommen. Ist er immun, toll und unsichtbar. Und ich sehe ihn schon wieder nicht. Jetzt hat er. In die Schulter. Jetzt über dir. Hier. Ich hatte keinen Bock nochmal zu sterben. Nachlade. Au, Mann, immer auf mich. Ja, das ist der Einzige, der den Hauptdamage hier gemacht. Was soll ja so sein, Gerd? Alter. Sag mal, wie viel Heilungsdinger eigentlich schon in Norm jetzt aktuell? Ist ja irre. Ich glaube, du bist jetzt bei 22. Hast du erzählt schon, oder was? Ja. Ey, sag mal, ich krieg aber auch jeden ab, oder? Ja. Ich kann den nicht... Alter, ich kann den nicht ausweichen. Hopp. Nachladen. Wieder voll drin, Alter. So, sollen wir kurz den Rest machen? Nein, vergiss es, den Rest mach ich selber. Den Rest mach ich selbst. Danach dürfen wir übrigens mitschießen. Boah, ernsthaft? Bei der zweiten Runde dürfen wir mitschießen. Ja, und noch einmal. Jetzt ist Feierabend hier. Meine Fresse. Du weißt aber schon, der ist schwerer, wenn man hier zu dritt drin ist, ne? Was habe ich denn hier gekriegt? Ein Hundeschädel. Das ist der Schattenwolf. Genau. Oh, gute Idee. Ja, und eine Schatztruhe. Achso, Bombenschützen-Souvenir. So, und dann wie immer, jetzt die nächste Runde. Wollen wir mitschießen?
Genau, also kurz noch mal raus. Gibt es denn irgendwas zum Mitnehmen? Ne? Außer, dass ich hier über Y wieder irgendwas machen kann. Okay. Dann war das Nummer 1. Nummer 2 muss ich mal schauen, ob wir das gleich nochmal aufnehmen. So, ich habe jetzt natürlich 94,5 Damage gemacht, ne? 94,5%. Ja. So, jeder hat jedem ein Like gegeben, sehr schön. Das ist wie YouTube. Bloß, dass wir hier jetzt so. Ja, das Ganze im Spiel machen. Das heißt, immer schön liken, ne? So, Matchbox, jetzt dürfen wir mitmachen. So, und jetzt sind wir wieder hier drin. Und diesmal kann ich gerne mal der Sniper schießen, wa? So lange lebt ihr was wahrscheinlich gar nicht. Okay, hier hatten wir ja bloß in Klammern. Also für mich sah die sehr asiatisch angehaucht aus. Hast du gerade gesehen von der Seite so ein bisschen? Den Charakter, der da hängt? Du hast schon wieder übersprungen, ich weiß. Genau, da kommt jetzt dieser Kumpel wieder raus. Aber das hatten wir schon gesehen. Genau. Alles klar. Überspringen wir den Rest, weil das sieht aus wie so eine, ja. Ja. Ein sogenanntes Wolfsschwein. Oder ein Schweinehund, wie Matchbox das schon so schön gesagt hat. So, Knights. Das war jetzt richtig. Na toll. Wie langweilig. Aber naja, ich habe wieder eine kleine Überreste-Truhe. Mit einer Superladung und einer Stockwelle. Und schon wieder eine Hunter 500 ist. So, ich drück mal hier kurz. Ach nein, das geht ja hier nicht. Okay. Ah ja, wer hat den meisten Schaden gemacht? Wir brauchen nicht raten, wir wissen's. Wie kriegt ihr noch ein Like? Natürlich. 63%. Okay, gegenüber 2 ist schon okay. So, dann müsst ihr beide jetzt da runter und mit der Madame reden. Mhm. Ach übrigens, da stand doch wirklich Schweinehund am Gegner dran, wa? Echt? Ja. Schweinehund. So, jetzt geht's jetzt wieder zur Madame. Bitte. Genau. Na, mal rein in den Ornokäfig. So, da wisst ihr ja, da lese ich immer vor. Und da ist Mitsuko wieder. Die Dame mit dem Schmetterling auf dem Auge. Erzähle Mitsuko von Talgras. Also hohes Gras. Willkommen zurück, Metamensch. Ich spüre die Freisetzung einer Mimetik. Du musst erneut siegreich gewesen sein. Ja, gehe ich mal davon aus, dass es so ist. Da ist wohl die Übersetzung falsch gelaufen. Fangen wir damit an, was hier... Nein, es ist nichts passiert. Schauen wir uns die Mutation an, die du kürzlich gesichert hast. Es ist voller rastloser Energie. Ich kann die Wut und den Eifer spüren. Es muss viel Mühe gekostet haben, es zu sichern. Wie hast du das gemacht? Na, vergiss die Sicherung für den Moment. Du siehst ziemlich fertig aus. Mein Beruf sieht ja so an sich, danke. Es geht mir gut, wirklich. Es ist nur, als ich mir den Traumfinger angesehen habe, den du letztes Mal gefangen hast.
glaube ich, dass er mich beeinflusst hat. Ich habe gesehen, dass Rosetta hier aufgetaucht ist. Einfach so. Sie hat alle aufgesaugt und dann wollte sie mich verschlingen. Und die anderen Mayflies wurden von Rosetta ausgelöscht. Hier, die Geschichte kennen wir aber schon. Ich weiß, dass es nicht mehr nur ein Traum war. Es war meine innere Angst. Realität, die sehr wohl passieren könnte, wenn Rosetta mich wieder einfing. Die sind einfach zu mächtig. Du hast Angst vor Rosetta. Ich nehme an, dass du noch keinen Metamenschen in Rosetta begegnet bist. Doch, eine Olle ohne Rucksack. Und die außerdem war die ganz, ganz faul. Die hat mich die ganze Arbeit machen lassen. Sie stärken ihre Kraft, indem sie Mutationen und sogar andere Metamenschen absorbieren. Sie waren es, die hinter dem Untergang der Mayflies steckten. Vielleicht sind sie immer noch auf der Jagd nach Mayflies. Sei vorsichtig. Wenn ich ihnen begegne, werde ich zeigen, dass wer der Boss ist. Ach übrigens, da muss ich dir mal gleich mal erzählen. In der Folge, wir nehmen das ja heute auf, nachdem ich die Folge für Donnerstag fertig geschnitten hatte. Ich habe übrigens deine ChatGPT-Beschreibung von dem Boss Mortis mal, weil ich hier gerade Boss sehe, weil ich zeige, wer eben der Boss ist. Okay. Da habe ich deine Boss Mortis-Beschreibung mal mit reingenommen, ne? Da ganz zu Anfang. Kannst du dich überraschen lassen. Okay, wenn ich ihnen begegne, werde ich ihnen zeigen, wer der Boss ist. Also für die Leute, die Folge jetzt noch nicht gesehen hatten, bevor die hier erscheint, logischerweise. Warum bist du immer so mutig? Du scheinst nie Angst zu haben, was auch immer dir bevorsteht. In Realität sieht anders aus, danke. Tut mir leid, dass ich immer so entmutige Dinge sage, vor allem wenn du gerade siegreich zurückgekehrt bist. Ich muss auch stark sein. Sei vorsichtig da draußen, solange Rosetta nicht vollständig ausgerottet ist, werden sie zweifellos versuchen, eine Rückkehr zu starten. Ich glaube, ich baue für solche Texte brauchen wir den Mixmann einen Prompter. Das ist ekelhaft. Du musst nochmal zurück in die Stadt. Ach so. Dann drücke ich hier drauf und hüpfe doch mal rüber. Ja, dann geben wir den Kumpel mal ab hier. Ah, Claire? Erzähle Claire die Wahrheit über den Vorfall? Okay, sie sagt, Klein ist verschwunden. Okay, Grundhypothese ist, er soll dem stillen Gebiest geholfen haben. Yep, korrekt, und jetzt sind beide im Eimer. So, he really was feeding his own people to a transcendent? Holy crap! I knew he was a bad mayor, but I didn't know he was that bad. Okay, das ist klar. Naja, wenn man wirklich seine eigenen Leute an Transzendente verfüttert. Genau. This will be one hell of a bombshell for the residents here. But at least there's something. Okay, die Leute werden schockiert sein, aber jetzt ist es ja sicher. Und eine entsprechende Belohnung. Was gibt's denn schönes? Oh, 20. Waren es 2 oder 20.000 Energieverbindungen? Ich glaube 20.000, war. Mehrere Aufgaben akzeptieren? Was auch immer. Jetzt werden wir erstmal. Warte mal, ich muss einmal gucken, was wäre denn als nächstes hier? Wow! Er war hier, empfohlenes Level. Der Ärger hinter Grass, also ein hohes Gras, ist vorüber, aber deine Reise geht weiter. Dein nächstes Ziel wird Blackfell genannt. Ah ja. So, das heißt, wir können mal eben schnell zu Boss Mortis in die Basis reparieren, unsere Ausrüstung. Ja, und dann würde ich sagen, ist die Folge auch schon wieder vorbei. Und danach habe ich ja dann noch ein bisschen was zu schnibbeln für euch. Weil so viel Zeit muss ja sein. Ist das ein Wolf oder ist das eine Katze? Das ist ein Wolf. Wir enden erstmal die Folge. Ja, wollte noch einen Wolf umlegen. Ja. Ich würde sagen, mit einem kleinen Ausblick auf bessere Zeiten, würde ich sagen, sind wir dann. Ja, und ich würde sagen, wir sind raus. Der Boss Mortis darf sich verabschieden. Jo, tschö mit Ö. Jo, ciao. Alles klar. Ich wollte zwar extra ankündigen, aber so ist das auch erledigt. Ich würde sagen, wir sind raus. So viel zum Wolf in Schafspilz oder zum inneren Schweinehund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.